Diese Kommazahl, die wir in einen Bruch umwandeln müssen, bricht ab und es ist auch keine Periode drin. Insofern ist es von der Theorie her eine relativ einfache Aufgabe. Die Aufgabe ging so. Wenn ich hier das Komma um drei Stellen nach rechts schiebe, habe ich unten die 1 und schiebe hier das Komma auch um drei Stellen nach rechts. Das heißt, hier habe ich das Komma um 3 nach rechts verschoben, hier auch, und damit habe ich unten 1000. Also im Prinzip denke ich jetzt an den Bruch 2125 durch 1000. Damit wäre der erste Gedanke schnell erledigt. Im Prinzip habe ich damit die Aufgabe eigentlich erfüllt. Ich habe einen Bruch. Natürlich ist es kein schöner Bruch. Und den wollen wir jetzt ein bisschen verschönern. Wie können wir das Ganze verschönern? Ich muss kürzen. Also schaue ich mir an, was kann ich hier kürzen? Ich könnte zum Beispiel die obere Zahl durch 5 teilen, weil Teilbarkeitsregel, hier habe ich eine 5. Wenn die letzte Ziffer eine 5 ist, geht die ganze Zahl durch 5. Unten kann ich auch durch 5 teilen, weil 100er, 1000er, 10er kann man immer durch 5 teilen. Könnte ich jetzt machen, mit 5 kürzen, kürze ich mit 5, dann schaue ich weiter, was kann ich noch kürzen. Geht, alles kann man machen, ist aber ein bisschen hässlich, weil die Zahlen so groß sind. Deswegen wenden wir einen kleinen Trick an. Wenn ich Zahlen vor dem Komma habe, dann stelle ich mir die Umwandlung im Bruch ein bisschen anders vor. Und zwar zerlege ich das in die Zahl vor dem Komma und in die Nachkommastelle. Ich denke also bei 2,125 an 2 plus 0,125. Weil die erste Zahl im Bruch umgewandelt, das ist einfach. Das sind zwei Ganze, also zwei Einzel. Und bei der zweiten Zahl, also die Nachkommazahl, da wende ich diese Theorie an. Das sind nämlich, die 0 vorne kann ich mir wegdenken, also 125. Ich verschiebe das Komma um 1, 2, 3 Stellen, bis ich ganz hinten bin. Und deswegen hänge ich unten an die 1, 3 Nullen dran. Also die gleiche Theorie, die ich hier angewendet habe. Der Vorteil, ich habe jetzt hier viel einfachere Zahlen. Und jetzt kürze ich mit 5. 125 durch 5 gibt 25. 1000 durch 5 gibt 200. Ich schreibe es nochmal auf. 2 Einzel plus 25 durch 200. Jetzt merke ich, oh, ich kann ja nochmal mit 5 kürzen. Also kürze ich nochmal mit 5. 25 durch 5 gibt 5. 200 durch 5. 20 durch 5 gibt 4. Und eine 0 hinten dran, 40. Und dann merke ich, oh, ich kann ja nochmal mit 5 kürzen. Ach, machen wir es gleich nochmal mit Blau. 5 durch 5 gibt 1 und 40 durch 5 gibt 8. Also bin ich bei 2 Einzel plus 1 Achtel. Ich kann auch einen Hauptnenner bilden hier, also muss ich mit 8 erweitern. 2 mal 8 sind 16, 1 mal 8 sind 8. Das ist ein Achtel, lasse ich stehen. Und damit bin ich bei 17 Achtel. Natürlich wäre ich mit der Methode auch auf 17 Achtel gekommen, aber ich hätte ein bisschen größere Zahlen gehabt. Also suchen Sie sich raus, je nachdem, was Sie wollen.